Geint halb vier sind der Nierfgrößherzog Guillaume und Comtesse Stéphanie de Lannoy aus dem Palais herausgekommen. Zusammen mit der großherzoglichen Familie und der Familie de Lannoy sind sie am Cortège Richtung Knödler als Städter gemeingegangen. Für unter Meerei hat der Städter Bürgermeister Xavier Bettel die Gäste empfangen. Für Stéphanie de Lannoy gaufe die Bouquet Blumen. Es war übrigens die erste Kehr, der eine zivile Hochzeit von einem Member von der großherzoglichen Familie und der Gemeinde an nicht am Palais stattfindet. Vous avez une complicité tous les deux qui est indescriptible. Un Blick, ich zwei, den, genau so, Monseigneur. Genau dazu, der Blick. Die Braut, ich heins du nichts zu sagen, die versteht dich. Ein Blick geht durch zwischen ich zwei. Ich werde gesehen, dass ich, und das ist das, was die Gefühle nennt. Die Gefühle, die der Haut für uns offizialisiert. Son Altesse Royale Guillaume Jean-Joseph Marie de Nassau. Grand-Duc héritier de Luxembourg. Déclarez-vous prendre pour épouse Madame la Comtesse Stéphanie Marie-Claudine Christine de Lannoy? Oui. Madame la Comtesse Stéphanie Marie-Claudine Christine de Lannoy, déclarez-vous den Erfgrößherzog Guillaume Jean-Joseph Marie de Nassau, Grand-Duc héritier von Lützburg, als Mann zu akzeptieren? Ja. Ich deklariere dann am Namen vom Gesetz, dass Eisen Erfgrößherzog, der Guillaume Jean-Joseph Marie de Nassau, Grand-Duc héritier de Luxembourg, und Madame la Comtesse Stéphanie Marie-Claudine Christine de Lannoy der Hochzeit gebunden sind. Félicitations. Merci. Könnt ihr euch Platz holen? Wir lesen nach der Nacht der voilà, vous pouvez vous embrasser pour la première fois officiellement. Gegen 20 auf 4 sind der Nierfgrößherzog Guillaume und die Nierfgrößherzogin Stéphanie Dunn als frisch bestürte Koppelnis aus der Gemeinde herausgekommen. Auf die Leute durch noch ein ganz reich Hölkerner haben sich dann noch eine Tolle gelöst, für direkt zu gratulieren. Koppel hat sich ganz vollex noch gehen, sie hat den Kontakt beim Publikum gesichtet, also spät eine Stunde Zeit geholt für den Weg zurück an den großherzoglichen Palais.